So, es werde Licht. Und es ward Licht. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Ihr seht aber noch gar kein Clash of Clans. Denn ihr habt es im Thumbnail gesehen, ich glaube, es gibt immer noch ein Problem damit, diese ID, also wie klaut man einen Account, beziehungsweise wie übernehme ich einen Account? Nein, eigentlich soll die Folge natürlich nicht sein, wie übernehme ich einen Account, sondern wie sichere und schütze ich meinen Account. Deswegen bin ich heute mal hingegangen. Aufnahme, ja, ich hatte gerade gedacht, die Aufnahme läuft nicht. Deswegen bin ich heute mal hingegangen, habe mir einen neuen Emulator erschaffen. Also ich spiele hier am PC. Es ist aber egal, ob ich am PC das Ganze mache oder am Tablet. Ich werde euch auch beides zeigen. Das heißt also, ich habe hier jetzt erstmal ein leeres Tablet. Das richten wir jetzt erstmal ein. Und danach geht es ein leeres virtuelles Tablet. Und danach geht es aufs echte Tablet. Und dort checken wir mal, wie sich das Ganze verhält. Und ich habe den schon mal vorab heute Spätnachmittag oder eigentlich eben eingerichtet. Die Uhrzeit passt sogar und ich hoffe, ich kriege das Ganze auch in eine Folge rein. Das weiß ich nämlich noch nicht. Also, das ist jetzt wirklich ein frisch Clash of Clans Account hier, beziehungsweise es ist ja noch gar kein Account, sondern ist es erstmal nur ein, ja, so wie jeder anfängt, ein Tablet oder ein Handy. Ich muss dazu aber gleich sagen, die virtuellen Spieler hier, egal ob der Bluestacks, Memo, Noxplayer, sind nicht von Supercell supported. Also wenn ihr dort ein Account-Problem habt oder ein Spielproblem habt und ihr gebt dort an, um was es sich eigentlich handelt und ihr sagt, ja, hier mein Noxplayer funktioniert nicht richtig, das wird nicht supported von Supercell und dementsprechend werdet ihr dort keinen Support bekommen. Also, das Ganze kennen wir hier. Wir sind hier, okay, eine Spieler-ID erstellen, müssen wir auch noch machen. Bla bla, was ist das denn? Makro Gold. Naja, okay, das ist ein bisschen doof. Und warum ich hier jetzt nicht tippen kann, ist noch blöder. Wie nennen wir den denn jetzt? 2 Socken. Zwei Socken, so nehmen wir den mal. Andere Spieler dürfen natürlich nicht erstellen. So, damit haben wir jetzt auch so ein Google-Profil hier erstellt. Und damit habe ich aber im Moment noch nicht mein Google-Account mit diesem Ding hier verbunden. Das mache ich jetzt erst gleich. Aber erstmal müssen wir das Tutorial hier durchspielen. Ihr kennt das alle, die schon mal Clash of Clans gespielt haben, kennen das. So fängt es an. Und ich habe es da wirklich jetzt schon ewig nicht mehr gemacht. Und dann stellen wir hier mal die Kanone aus. Nein, wir machen sie jetzt nicht schneller fertig. Wir wollen nämlich keine Games ausgeben. Also ein neuer Free-to-Play-Account hier, den ich auch nutzen werde. Denn ihr habt ja gestern mitgekriegt, ich muss noch ein bisschen was nachmachen. Okay, jetzt kommen die und greifen mich an. Oh, 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 oh. Jetzt kann man eigentlich schon reinscrollen. Jo, ah, die schaffen aber die Kanone nicht. Natürlich gehen die jetzt erstmal auf die Kanone. Beziehungsweise eigentlich ist es das Schwachsinn, ne? Die Goblins gehen eigentlich erst auf Minen und Sammler. Und da stand ja eigentlich Minen und Sammler. Und das Rathaus ist ja auch ein Ressourcengebäude. Also gehen wir jetzt mal zum Angriff über. Und die meisten werden wahrscheinlich hier alle 5 Magier rausballern. Das muss man aber nicht unbedingt zwingend. Es reicht, wenn wir hier 2 Stück setzen für die Kanone. Einer reicht, glaube ich, nicht. Wir müssen, glaube ich, 2 nehmen. Aber dann haben wir 3 Stück und haben die hier im Spiel, auch wenn wir sie eigentlich nicht haben. Aber ich weiß, wer ganz neu ins Spiel einsteigt, der ballert da gleich alle 5 Magier raus. Und die kriegen wir eigentlich erst etwas später im Spiel. Also haben wir jetzt schon mal den Angriff gemacht und wir müssen jetzt so ein bisschen was bauen. Ich würde sagen, ich cutte das kurz mal, denn die Masse wird das kennen. Oder cutte ich es eigentlich nicht? Doch, ich cutte das kurz. Ach nee, ich cutte euch das nicht. Ach was, ich cutte euch das nicht. Ich habe so ein Tutorial auch schon ewig nicht mehr gespielt. Ich muss jetzt auch mal selber sehen, wie gut oder wie schlecht das eigentlich geworden ist. So ein bisschen können wir hier oben reinsammeln. Was kann man eigentlich zu Anfang sammeln? 1000. Okay, 1000 ist nicht viel. Das Ding ist fertig. Der Sammler kann eine kleine Menge Elixier lagern. Ja, aber das reicht natürlich längst nicht. Das heißt, wir müssen das große Gebäude hier machen. Einmal 10 Sekunden. Das mache ich euch auch immer ein bisschen schneller. Also die 10 Sekunden sind eigentlich ein bisschen kürzer als 10 Sekunden. Es sind 10 Sekunden, aber ich mache euch das ein bisschen fixer. Und natürlich brauchen wir auch ein Goldlager. Ist klar, wenn man schon ein Elixlager hat, brauchen wir auch ein Goldlager. Bauen wir gleich daneben. 10 Sekunden wieder. Ich sag mal dann 10 Sekunden nichts. Jawohl, das haben wir auch im Sack. Die Kobolde wollen unser Gold. Ja, ja. So, wir müssen Armee bauen. Jetzt also erstmal brauchen wir ein Armeegebäude. Also hier ist es eine Kaserne. Ich habe den Client jetzt auch erstmal auf Deutsch gelassen. Dann mal dahingestellt. Ich stelle den ganz, ganz schnell wieder auf Englisch.
Und damit können wir jetzt ein paar Trubis ausbilden. Oh, wir können etwas mehr schon machen. Wie viel kann man eigentlich zu Anfang machen? 8 Stück, okay. So, wir haben das gut gemacht. Jetzt lass uns ein paar grüne Hintern versohlen. Dann machen wir das mal. Wir geben einen Angriff rein in den Koboldwald. Aha, hier geht's also hin. Und auch hier natürlich mache ich das jetzt mit der Maus. Ihr werdet das am Tablet machen. Macht man es halt mit dem Finger. Wieso habe ich denn eigentlich nur 3? Ach, ich weiß, warum ich übrigens nur 3 habe. Weil mein Armeelager jetzt schon voll ist mit dem Magier noch. Weil da stand ja eigentlich eben, wenn ihr darauf geachtet habt, 8 Barbaren bauen. Glaube ich. Weiß es gar nicht. Auf jeden Fall hat er mir jetzt schon fertig gemeldet gerade. Okay. Das machen wir aber eben mal. Und ich kann mir vorstellen, dass das Ganze so ein bisschen wahrscheinlich in 2 Folgen packen muss. Weil wir mit einer gar nicht hinkommen, weil wir hier natürlich jetzt mal einen neuen Account starten. Um das auch sofort richtig zu machen, wie Supercell eigentlich möchte. Also Account, E-Mail mit einer Supercell-ID verbinden, beziehungsweise ich tue dann mal so, als wenn ich der wäre, der dieses Dorf hier unbedingt übernehmen will. So, wie ist mein Name? Mein Name ist Zwei Socken, wollte ich den eigentlich nennen. Zwei Socken. So, das ist mein Name erstmal, den können wir auch so behalten und mit dem Gold können wir uns das Rathaus verbessern. Hurra, wir können das Rathaus verbessern, auch nicht schlecht. 10 Sekunden dauert das Rathaus. Ich gebe euch den Tipp, gebt keinen einzigen Gem aus. Ich weiß, das ist jetzt hoch hergegriffen, weil man kriegt hier später Gems eigentlich, ich will nicht sagen reichlich, aber es gibt hier genug Gems und wir können jetzt neue Gebäude entwerfen. Falls du nach Herausforderungen suchst, tippe einfach hier. Okay, das ist also nochmal ein Info. Die ganzen Errungenschaften, die wir hier jetzt erstmal spielen müssen, was heißt müssen? Wir müssen sie nicht spielen, aber man macht sie ja unweigerlich und damit haben wir jetzt den Grundstein erstmal geschaffen, um unseren Account hier jetzt an unseren E-Mail-Account zu verbinden, denn, ach doch, ich bin jetzt doch schon verbunden, sehe ich gerade. Hat er nämlich jetzt doch schon den Account direkt genommen von dem Account hier, den ich hier erstellt habe. Okay, das heißt also, wir müssen nur noch eine Supercell eingeben und jetzt fängt das Drama eigentlich an. Wir tun jetzt mal so, als wenn dies hier ein Max Rathaus 12 ist. So, Kommando zurück. Wir tun mal, also ich muss, kein Max Rathaus 12, sondern sagen wir mal, das ist ein guter Rathaus 10 Account und zufälligerweise ist er auch noch Anführer in einem Clan und ich komme dann so in den Clan hier rein, also was weiß ich, in den Clan, keine Ahnung, zwei Socken ruhlt oder so und sage jetzt zu dir, zu zwei Socken, zwei Socken, weißt du was, ich habe keine Lust mehr auf meinen Thorsten Account. Ich würde sagen, ich schenke dir den Hassebock. Wolltest du den haben? Und der zwei Socken sagt, jo, gar nicht schlechten geschenken Gaul, schaut mal ins Maul. Also fragt er dann natürlich, sag mal, wie bist du eigentlich verbunden mit deinem Gerät? Und dann werde ich natürlich sagen, ach, ich bin nur mit Google Play-Anmeldung verbunden. Mehr nicht. Dann werde ich dir sagen, ja, pass mal auf, um meinen Account jetzt zu kriegen, machen wir das Ganze aber mit der Supercell-ID. Und zwar gehst du jetzt auf die Supercell-ID. Und dort gibst du mal, da gibst du einfach schon mal meine E-Mail-Adresse ein, dann bist du schon mal auf meinem Account. Und danach musst du mir dann den 6-stelligen Code, beziehungsweise ich werde dir dann den 6-stelligen Code nennen, den musst du dann noch eintragen und dann ist dein oder ist mein Rathaus 12 Account deiner. Sollen wir das eben mal so machen? Und dann sagt zwei Socken, na klar, machen wir das, machen wir. Okay, dann gehen wir erstmal rein und registrieren hier jetzt die Supercell-ID. Ich bin noch nicht registriert. Das heißt also, ich registriere mich jetzt mit einer E-Mail-Adresse. Und los geht's, gib eine gültige E-Mail-Adresse ein, um einen Bestätigungscode zu erhalten. Hier steht jetzt, gib deine E-Mail-Adresse ein. Und dort habe ich zwei Socken natürlich gesagt, dass er meine E-Mail-Adresse da bitte eingibt. Ja, er gibt ja meine ein, er will ja meinen Account haben. Also gibt er dort meine E-Mail-Adresse ein. Und das mache ich jetzt mal. Ich muss euch das allerdings unkenntlich schalten, beziehungsweise ich mache das irgendwie unkenntlich. So, und nachdem ich meine E-Mail-Adresse eingetragen habe, die seht ihr hier unten jetzt nicht, die ist so ein bisschen ausgegraut, muss ich jetzt hier den 6-stelligen Code eingeben, beziehungsweise ich habe ja jetzt, also ich, Thorsten, habe ja jetzt die E-Mail bekommen mit dem Code und den muss ich ihm jetzt mitteilen. So, und nachdem ich ihm den mitgeteilt habe, hat er den eingetragen und sagt, hey, geil, jetzt habe ich ein Rathaus 12, geht hier auf OK, ist hier jetzt verbunden. Aber was er jetzt eigentlich nicht weiß, ich verbinde mich jetzt mit meinem Dorf. Das heißt, ich gehe dann da raus, verbinde mich mit meinem Dorf
Und weil ich bin ja verbunden mit meiner E-Mail-Adresse und der Supercell-ID. Und der Kollege hier wird irgendwann mal die Aufforderung bekommen, bitte ein neues Kennwort einzugeben für seinen Account, den er ja nicht hat und nicht kennt. Das heißt also, das ist dann mein Dorf. Ich habe also dann das Dorf Zwei Socken. Hurra, bin Anführer in dem Clan hier. Also erstmal alle rausschmeißen. Die kenne ich alle nicht. Hier kommen nur meine Friends rein. Und so habe ich mir dann den Account hier letztendlich geholt. Aber ich habe diesen Account hier jetzt ganz ordnungsgemäß verbunden. Natürlich habe ich mir den jetzt nicht gescammt, sondern wir sind hier jetzt ordnungsgemäß verbunden. Und das solltet ihr auch in jedem Fall machen. Ich kann euch nur den Tipp geben, macht es. Ich habe das jetzt mit so ziemlich allen meinen Accounts gemacht. Und es ist die sicherere Sache. Denn wenn ihr so schon mal verbunden seid, E-Mail-Adresse zu diesem Gerät hier, dann kann das kein anderer mehr machen. Erstmal. Ja, es sei denn, ich entbinde mich da unten und binde das auf eine neue E-Mail-Adresse. Ich glaube, das geht dann an der Stelle. Das habe ich auch noch nie probiert. Aber letztendlich kann ich natürlich jetzt hier die Accounts wechseln. Wenn ich jetzt also auf diesem Tablet alle meine Accounts habe, wie auf dem Tablet hier unten, da habe ich das nämlich so. Und da können wir können einfach mal in das Dorf, glaube ich, reinwechseln, in dieses Dorf hier und können mal sehen, wie verhält sich jetzt eigentlich mein Tablet. Und ihr seht das, ich bin jetzt auf dem Tablet und bin hier auch ordnungsgemäß mit der Supercell-ID verbunden. Und hier kann ich jetzt auch auf den Account Zwei Socken wechseln, indem ich mich hier nämlich einmal trenne und hier jetzt die E-Mail-Adresse einmal ändere. Das heißt also, angemeldet bin ich natürlich mit der E-Mail-Adresse, die ist auch nicht geheim. Die steht in YouTube unter der Kontoinformation sowieso drin. Aber das ist eine E-Mail-Adresse, die ich dann eher selten abrufe. Und aber ich glaube, ihr seht die jetzt gar nicht. Und wusstest du schon, alles klar? Ja, weiß ich. Ich habe natürlich hier alle Spiele verknüpft, also so ziemlich alle Spiele verknüpft. Und wir geben jetzt eine andere E-Mail-Adresse hier ein. Das heißt also, wir melden uns hier einmal ab. Bist du sicher? Der Spielefortschritt wird gespeichert. Okay, bestätigen. Wir gehen einmal auf Bestätigen und geben jetzt ein anderes Konto ein. Jetzt haben wir hier unten auch mal andere Schaltflächen. Ihr seht das. Das heißt also, mit Supercell-ID einloggen. Und wir nehmen natürlich nicht die E-Mail-Adresse. Die wollte ich jetzt gerade ändern. Scheiße, das war ein bisschen doof. Also muss ich das nochmal machen eben. Halt verbunden einmal. Ja. Einmal abmelden. So, bestätigen. Und ich glaube, ich muss auf das X klicken. Wenn ich mich ohne... Also man kann auch natürlich wieder ohne Supercell-ID spielen, aber ich möchte natürlich mit Supercell-ID spielen und nehme den jetzt erstmal raus. Du bist dabei, gespeicherte Anmeldeinformationen zu entfernen. Ich glaube, warte mal. Muss ich ja einmal machen, mit einer anderen ID anmelden. Also geben wir jetzt die E-Mail-Adresse von diesem anderen Kollegen hier ein. Und dann müsste ich gleich eigentlich auf dem Dorf vom Zwei Socken sein. So, einmal das hier, Anmeldeinformationen bitte speichern, anmelden. Und schicken wir einen Bestätigungscode, okay. Und jetzt müssen wir es nur noch bestätigen, dass das Spielekonto auch hier auf dem Tablet geladen wird. Und damit müsste jetzt eigentlich mein Zwei Socken hier auftauchen, denke ich mal. Es war einmal eine kleine Lichtung in einem Zauberwald. Voilà, da sind wir und können jetzt fröhlich und frei hier zwischen den Accounts hin und her springen. Das heißt also, wir müssen eigentlich jetzt auch schon hier auf dem Gerät welche zur Auswahl haben. Ich gucke mal, verknüpft. Das heißt, wir können den hier eigentlich immer abmelden und können einen anderen eigentlich jetzt direkt anmelden, mit einer Supercell-ID einloggen auf diesem Gerät hier. Das heißt, wir nehmen... Nicht den. So, und dann wird hoffentlich jetzt das richtige Konto geladen. Es ist doch ein bisschen verzwickter, gerade wenn man jetzt mit mehreren Geräten spielt. Aber hier bin ich jetzt wieder auf dem Thorsten-Account und bin jetzt also auch hier wieder ordnungsgemäß verbunden und kann jetzt auch zwischen den IDs jetzt einfach hin und her wechseln, ohne natürlich immer wieder einen Code reinzugeben. Das finde ich sehr, sehr nice, aber man kann ja auch, ihr habt das gesehen, man kann natürlich auch wieder mit einem normalen Google-Account hier rein, weil auf dem Tablet habe ich noch zwei, drei Accounts, die habe ich noch nicht verknüpft, das muss ich jetzt mal nachholen. Aber so funktioniert es eigentlich und der Zwei Socken ist jetzt mein Account. Da hat der andere jetzt keinen Zugriff mehr drauf, ist einfach mal so. Und wenn der allerdings jetzt nochmal drauf will mit seinem Google-Account, kommt er ja nicht drauf mit seiner Google-E-Mail-Adresse, also sagen wir mal derfuchs@gmail.com. War jetzt die vom Zwei Socken, weil der war nicht der Fuchs oder der Wolf, ist es ja, der Zwei Socken ist ja ein Wolf.
Und dann kommt er nicht mehr drauf, dann wird dann angesagt, ja, Supercell-ID oder nicht, beziehungsweise gib mal ein neues Kennwort ein, also irgendwas wird da passieren, genau. Tatsächlich weiß ich gar nicht, was da dann genau passiert, aber man kommt an diesen Account nicht mehr dran. Ich habe den Account von zwei Socken, ich habe den Clan von zwei Socken, denn zufällig war der zwei Socken Leader und hat jetzt gedacht, er kriegt jetzt einen Rathaus 12, hat er aber nicht gekriegt, er hat jetzt seinen verloren und hat seinen Clan auch verloren, wo ich jetzt eben alle rausgeschmissen habe. So funktioniert es. Also geht da nicht drauf ein, wenn jemand euch einen Account schenken will. Man kann es ja nicht oft genug sagen, nehmt keine geschenkten Accounts, gebt niemals eine andere E-Mail-Adresse, oh, entschuldigt, als die eurige. Das passiert mir, glaube ich, jetzt in jeder Folge, dass mein Ring immer hier einmal ins Mikro tackert. Also gebt niemals eine andere E-Mail-Adresse in die Supercell-ID ein als eure eigenen, eure bekannten E-Mail-Adressen, keine fremden E-Mail-Adressen, dann passiert euch das nicht. Und das wollte ich einfach nochmal aufklären hier so als Folge. Wir haben jetzt zwar keinen Clash gesehen, aber so ein bisschen Clash haben wir gesehen. Wir haben wieder ein neues Dorf und ich würde sagen, ganz einfacher Kerl in der Kiste, abonnieren, liken das Video und natürlich Glocke abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr von mir. Bis dahin, euer Toto. Clasht.